Jo Leute, was geht? Willkommen zu diesem Video. Die meisten haben es wahrscheinlich schon mitbekommen, aber Zelda Tears of the Kingdom, was ja am 12. Mai erscheint, wurde komplett geleakt. Das komplette Game gibt es im Internet. Gibt einige Leute, die das sogar schon bei Twitch Livestream und unglaublich viel Material auf YouTube. Und bevor ich mit diesem Video weitermache, eine richtig große Spoilerwarnung. Ich werde natürlich kein Material zeigen, aber ich möchte mit euch über ein, zwei Sachen sprechen, die diesen Leak betreffen. Also wenn ihr komplett spoilerfrei in Tears of the Kingdom gehen wollt, dann solltet ihr jetzt auf jeden Fall abschalten. Schaut euch gerne nochmal den Trailer an. Ich verlinke euch den oben. Ansonsten gerne mal beim nächsten Video reinschauen. Für alle, die jetzt noch dabei sind, jetzt geht's los nach dem Intro. Ja, Tears of the Kingdom wurde komplett geleakt und ich möchte erstmal eine Sache zu sagen. Gerade bei solchen Spielen, die wirklich sehr, sehr lange in Produktion sind und die oft verschoben werden und worauf sich viele Leute freuen, vor allen Dingen bei Nintendo, frage ich mich, ob es von Nintendo so klug ist, solche Spiele frühzeitig in der Welt zu verbreiten an Spieletester und so weiter, um die Spiele vorher schon anzutesten, weil gerade mit der digitalen Welt heutzutage, also es gibt da jetzt schon wirklich viele Beispiele, wo das passiert ist. Prominentster Fall war, glaube ich, Schwertschild vor ein paar Jahren, wo genau das gleiche passiert ist. Bei Pokémon. Ich frage mich, ob es wirklich noch so sinnvoll ist, die Spiele so viel früher rauszuschicken, weil ich glaube, sowas wird es auch in Zukunft sehr viel geben und es ein extremer Schaden ist für Nintendo. Ich glaube, viele sind davon abgeschreckt oder holen sich das Spiel dann nicht, weil sie schon alles gesehen haben. Vielleicht der ein oder andere, der das Video hier schaut, nicht so wie ich auch. Versucht sich von den Spoilern fernzuhalten. Ich habe mir auch so wenig wie möglich angeguckt, nur 1, 2, 3 Headlines und ein ganz kleines bisschen Gameplay, um ein bisschen was erzählen zu können und zu wissen, wie tief der Leak geht. Und es ist wirklich alles geleakt. Also das komplette Game wurde geleakt, komplett spielbar auf einem Switch-Emulator auf dem PC. Die ROM findet ihr dazu wirklich im Internet. Theoretisch könnte man das illegal jetzt runterladen und spielen. Ich rate natürlich komplett davon ab, wartet auf den offiziellen Release, wird da bestimmt auch noch ein Day-One-Patch geben. Aber ja, das erstmal mein erster Gedanke dazu. Der zweite Gedanke dazu, und hier geht es um ein, zwei Spoiler. Und das sage ich auch nur, weil ich selber auch diese Angst hatte. Aber ich möchte die Angst gerne von vielen nehmen und auch die Bestätigung für mich. Es sah in den Trailern ein bisschen danach aus, als wäre es nicht mehr als ein DLC zu Breath of the Wild, weil wir die ganze Overworld von Breath of the Wild hatten, mit ein paar Änderungen und einigen Steinen in der Luft. Es gibt 4 neue Funktionen für den Sheikah-Stein, aber ansonsten hat man gedacht, das wäre es. Es ist ganz schön, dass man Sachen jetzt zusammen craften kann, dass man durch Decken springen kann und die Zeit zurückspulen kann. Das sind coole neue Features, aber es fühlt sich nicht an wie ein komplett neues Game. Und ich habe mich ehrlich gesagt gefragt, wieso man jetzt da nochmal 70 Euro für ausgeben muss. Und jetzt kommt der Riesenspoiler und jetzt wirklich die letzte Warnung. Schaltet weg, wenn ihr das nicht hören wollt. Wenn ihr jetzt noch dabei seid. Es wird komplett unter der gesamten Breath of the Wild Map eine zweite Map geben, die komplett unter der im Untergrund stattfinden wird, unter der Map von Breath of the Wild. Ich ziehe da mal gerade einen kleinen Vergleich zu Elden Ring. Elden Ring hat auch eine riesige Overworld, aber auch Tiefen. Und ich kann mir irgendwie vorstellen, dass man sich da ein bisschen inspirieren lassen hat von Elden Ring. Ich denke, die Produktion an Tears of the Kingdom hat schon vorher stattgefunden, aber diese finale Idee, da einen kompletten Untergrund zu machen, könnte ich wetten, dass da hier und da mal ein bisschen nach links und rechts auf Elden Ring geschaut wurde, weil die es super vorgemacht haben.
Dort wurde zwar nicht die komplette Karte mit Untergrund gefüllt, aber auch eine Menge. Und es macht natürlich Sinn. Also die Möglichkeiten sind natürlich grenzenlos. Wir wissen überhaupt gar nicht, was da im Untergrund abgeht. Man hat in den Trailern ein bisschen was gesehen. Aber es scheint so, dass alles, was wir in den Trailern gesehen haben, das Early Game ist von Tears of the Kingdom. Und dass der komplette Underground gefüllt sein wird mit neuen NPCs, neuen Gegnern, neuen Gegenständen, neuen Labyrinthen und. Und ich bin extrem gespannt. Ich hatte eigentlich vor, anstatt diesem Video ein Video zu machen zu ein bisschen Kritik, beziehungsweise was Tears of the Kingdom besser machen sollte, was Breath of the Wild nicht gemacht hat, unter anderem Energie, die Waffen, Kampfsystem und so weiter, waren alles wirklich Kritikpunkte auf höchstem Niveau. Das habe ich jetzt verworfen, weil ich glaube, das würde Tears of the Kingdom nicht gerecht werden. Ich lasse mich da komplett überraschen mit euch am 11. bzw. 12. Mai. Wir gehen da zusammen rein auf Twitch, wenn ihr da dabei sein wollt, gerne unten mal Twitch den Link abchecken. Und ja, mich würde mal eure Meinung interessieren zu den Leaks und wie Nintendo damit umgehen sollte. Weil, wie gesagt, es gibt schon Leute, die auf Twitch da streamen, das komplette Game. Es gibt komplettes Gameplay-Material auf YouTube. Und ich glaube, Nintendo kommt gar nicht mit dem Strike hinterher, weil so viel Content hochgeladen wird. Lasst mal gerne eure Meinung unten stehen. Mich würde extrem voll auf dem Kanal freuen, wenn ihr da nichts verpassen wollt. Ich werde natürlich versuchen, auch sobald das Game draußen ist, sehr viel Gameplay hochzuladen. Und würde mich sehr über ein Follow und ein Like freuen und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.